Die Jungs von, ich habe keine Ahnung, wie sie heißen, die auch schon Spin Tires gemacht haben, haben Nachfolger rausgebracht, Spin Tires Mud Runner. Und dass wir die LKW-Simulation momentan ein bisschen angetan haben, weil man ja nicht Runden und Rundenzeiten fahren muss, was ich nicht kann. Ich habe mich gerade wieder in Project Cars 2 und Automobilista versucht. Da fahre ich lieber LKW. Meine lieben Freunde, Spin Tires Mud Runner Folge 1. Herr Lüblich. Und damit Halli, hallo und ein kleines bisschen auch Hallöchen, meine sehr verehrten Simracing-Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge Herr Löblich am Steuer. Heute Spin Tires Mud Runner. Was gibt's Neues zu sagen? Es gibt eine Cockpit-Perspektive, man kann hier mit der Hand schalten und mit dem Lenkrad fahren. Alles ist ganz schön geil. Ich habe das schon mal ein bisschen ausprobiert hier. Wir können mal kurz reingucken hier, wie ihr seht. Ja, alles ist hier schön. Kann man toll machen. Was gibt es noch zu zeigen und zu sagen? Mehrspieler. Gibt keine Lobbys. Wie komme ich wieder raus? Zurück. Tutorial brauchen wir uns nicht angucken. Einzelspieler machen wir mal noch nicht. Wir machen erstmal hier am Anfang die Challenges. Die erste habe ich zwar schon mal bestanden, aber mit euch kleinen Mausezähnchen fange ich einfach nochmal neu an. So. Habe hier eine Taste belegt. Jetzt kann man hier die linke Maustaste drücken, dann kann man sich hier so schön umsehen. Das finde ich ja ziemlich geil. Ist so ein bisschen, wie heißt es, Euro Truck Simulator-esque. Allerdings sieht es 10-mal geiler aus. So, jetzt kannst du hier auf die... Versteht er? So, Handbremse löst, ersten Yang drin. Achso, nee, erstmal muss ich die Navigationskarte machen wir die Handbremse nochmal an. Wie geht denn jetzt hier die Navigationskarte? F1. So, jetzt müssen wir erstmal da den Trailer finden. Der Werkstattanhänger befindet sich dort oben. Hier kann man kann die jetzt noch verschieben hier, diese lustigen Wegpunkte, das finde ich ziemlich geil. Man könnte die jetzt auch alle löschen, glaube ich. Warte mal, wie löscht man den jetzt? Okay drücken? Genau. Kann ich hier, glaube ich, auch okay drücken? Nö, kann ich nicht. Ich glaube, die sind jetzt vorgegeben. Sieh dir die Navigationsroute zum Werkstattanhänger an. Du kannst auch selbst Knoten hinzufügen, verschieben oder löschen. Setze das Spiel fort und folge der Route. Ich drücke mal F1. So, und normalerweise wird jetzt... Ach so, man sieht es jetzt nicht so richtig. Hier unten... Hier hat man so einen kleinen Kompass und die rote Kompassnadel bzw. der Kompass zeigt immer in die Richtung des nächsten Knotenpunktes. So, Außenspiegel gehen nicht, das ist ein bisschen schade. Es fühlt sich auch alles sehr, sehr schnell an. Ich glaube, man kann hier nicht die... Oh Gott, Force Feedback. Ich glaube, man kann hier nicht die... Field of View verstellen. Also, mal gucken, er zeigt hier an, ich soll nach links. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir da geradeaus fahren. So, und jetzt brauchen wir hier schon mal... Ich glaube, ich habe gar keine Differentialsperre und so ein Kram. Na toll. Da haben wir uns schon das erste Mal festgefahren. Also hier muss ich ein bisschen... geil. Ich finde es ja jetzt schon wieder total geil. Ich stehe total auf Spin Tires. Mich ärgert es, dass ich das so lange nicht gemacht habe. So, hier müssen wir ein bisschen mit Schwung durch. Und dann muss man hier mal so ein bisschen links, rechts, links, rechts, links, rechts.
So. So, irgendwo steht jetzt hier ein Anhänger. Ach, da. Sehr schön. Da muss ich jetzt also drunter fahren. Da ist ja mein Spezialgebiet, wie ihr schon wisst. Ach, finde ich das geil hier. So, wie gesagt, das Geile an Spin Tires ist halt diese Physiksimulation. Ne? Die haben eine absolut realistische Physik-Engine. Zumindest... Meine Handbremse rein. Truck in Position. Aktiviere jetzt den fortgeschrittenen Modus. Wie aktiviere ich den fortgeschrittenen Modus? Das ist eine gute Frage. Ach, hier. Ah, toll. Den seht ihr jetzt natürlich nicht. Das ist ja so ein bisschen schade, weil der wird mir jetzt natürlich hier links am Bild angezeigt. Ich kann euch das ja mal kurz, ich kann euch ja mal kurz das Originalbild zeigen. Jetzt verrate ich zwar schon was, was ich eigentlich im, wie sagt man, erst im Monitorbild Video machen wollte, aber ich zeige euch das jetzt einfach schon mal so. Und zwar transformieren, auf Bildschirmgröße anpassen. So, das ist eigentlich das Originalbild. Ja, jetzt seht ihr das auch mal. 32 zu 9, 49 Zoll Samsung Monitor und dementsprechend werden natürlich jetzt hier links und rechts die ganzen Anzeigen angezeigt, die seht ihr leider nicht. So, da haben wir das wieder zurückgesetzt und ja, weiter geht's in Game. Warten, bitte lädt. Wie? Ist er jetzt wieder rausgegangen? Naja, dann fangen wir halt nochmal an. Toll. Also ihr seht, es ist nicht alles Gold, was glänzt. So, jetzt fahren wir hier mal ein bisschen mit Schwung. Dann kommt man da nämlich auch an. So, da sind wir auch schon wieder, ja, wenn man das Ganze hier ein wenig... Ach so, jetzt, ja... Machen wir hier nochmal die Navigationskarte an, bla 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 bla. Ja, das haben wir uns alles gerade schon angeguckt. Schön. Wo ist der Anhänger? Da ist der Anhänger. Rückwärtsgang rein. So. So, jetzt brauchen wir hier eine Außenansicht. Dann gehen wir hier in den fortgeschrittenen Modus und sagen, klicke auf den Anhängepunkt des Anhängers. Das ist, warte, das ist dieser dort. Ach so, und jetzt ist er angehängt oder was? Super, jetzt verwende die Navigationskarte, um den nächsten Zielort zu finden. Der nächste Zielort ist dort. Jetzt können wir uns hier nämlich so eine Wegpunkte setzen. Wie kommen wir denn da am besten hin? Wir fahren hier rechts lang. Dann fahren wir da hoch. Jetzt könnten wir hier einmal schön so durch den Dreck fahren. Wir können aber auch ordentlich außenrum fahren. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ein wenig einfacher ist. Ach so, wir müssen sowieso hier hinten rum und darum und darum und darum und da lang und da lang und da lang und da lang. So. Und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig sehe, der hat sowas gar nicht hier wie eine Differentialsperre und sowas hat er gar nicht, der Hobel.
Naja, dann ist das halt so. Ein bisschen dunkel hier im Innenraum, wie ich finde, aber auf der anderen Seite ist es auch gar nicht so unrealistisch. Ich bin ja eigentlich immer ein Freund davon, wenn das so ein bisschen realistischer aussieht. Was mir tatsächlich komplett fehlt, sind Spiegel. Man könnte jetzt halt hier, ne, so fahren. Ist irgendwie auch noch ganz geil. Und ich schalte jetzt hier mit den Schaltwippen quasi die Ansicht um. Ja, jetzt kann ich hier vorne auf die LKW-Ansicht schalten mit der linken Schaltwippe. Kann auf die Anhänger-Ansicht schalten. Ja, und dann sieht man so ein bisschen besser, was man da tut. Ja, mit dem Mausrad kannst du noch so ein bisschen ranzoomen. Und es macht in manchen Situationen tatsächlich Sinn. Oh. Jetzt können wir hier von vorne rein gucken. Da popelt da. Das ist die Ansicht von vorne LKW, von vorne LKW und dann haben wir hier hinten die Anhängeransicht und ach so, dann kann man auch noch vorne und hinten sich angucken, okay. So, und jetzt muss ich hier mal, oh, da hätte ich rumgemusst. Also, Rückwärtsgang rein. Meine Lieblingsbeschäftigung, ja, rückwärts einparken. Ah, das ist schon irgendwie, haben sie das geil gemacht. Ich finde die Übersetzung ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Von der Kiste. Achso, das wäre hier der Dreck gewesen, wo wir auch hätten durchfahren können. Ich finde die Übersetzung ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die fühlt sich nicht so ganz realistisch an. Und ich bin jetzt hier im Gang 6 von 9. Ich frage mich gerade, wie komme ich denn in den Gang 9? Aber wie gesagt, was mir hier halt komplett fehlt, sind Spiegel. Ach so, kann ich auch noch hier? Ah, okay, aha, okay, aha. Ja, zwischendurch, wenn man keine Spiegel hat, müssen wir das halt so überprüfen. Oh, ein schweres Ding da. So, liefere den Anhänger. Bonusziel. Fahre nicht auf der Gegenfahrbahn. Bonusziel gescheitert. Pff. So. Jetzt müssen wir hier mal so ein bisschen von außen gucken, dass wir hier nicht irgendwo rinbrettern. Oh, das sieht aber ganz gut aus. So, und am besten einfach den Fuß nicht mehr vom Gas nehmen, weil wenn die Kiste hier ohne Differentialsperre und Allradantrieb hängen bleibt, bist du am Arsch. Ja, ihr seht, wie die Hinterräder da, wie sagt man, wühlen. Wühlen ist, glaube ich, der richtige Fachbegriff. So, und jetzt möchten sie, dass wir die Kiste da rückwärts einparken. Na geil. Das kriegen wir doch hin, sagte ich.
So, und das nächste, was mir hier gerade so auffällt, ist der Lenkwinkel, ne? Jetzt ist er schon voll eingeschlagen. Das macht irgendwie auch nicht so richtig Sinn. Da braucht man also, dreht er noch weiter? Nee. Da muss ich gleich mal in die Optionen gucken. Steuerung, Tastatur, Gamepad, Lenkrad. Kann ich den irgendwo einstellen, den Lenkwinkel? Nee, das scheint dann in dem LKW einfach so. Ach so, nee, das ist hier knack vorbei. Knack vorbei. Okay, dann ist das halt so. Können wir noch irgendwas einstellen? Oh, nein, nicht zurücksetzen. Okay. Was gibt es denn hier noch für Einstellungen? Helligkeit, Kontrast. Oh. Okay. Ja, wie ihr seht, viele Einstellungsmöglichkeiten gibt es nicht. Gut, das Schöne mit dem Lenkwinkel ist, du musst halt nicht. Na. Du musst halt nicht hier rudern wie so ein Wilder. Sondern man kann den relativ entspannt durch die Gegend zirkeln. Den sogenannten, Achtung, Insiderwitz, Okkupanten. Naja, fällt mir tatsächlich hier wesentlich leichter. Er rangiere rückwärts, sodass der Anhänger richtig positioniert ist. Bin ich doch. Handbremse. Jetzt müssen wir ihn abkoppeln. Also, fortgeschrittenen Modus aktivieren. Anhänger lösen. Fahre von dem Anhänger weg, um die Challenge abzuschließen. Ach so, Handbremse lösen. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ich finde das saugeil. Mir macht das so einen Spaß hier in wie heißt er? Spin Tires Mud Runner durch die Gegend zu wühlen und zu machen und zu tun. Ich finde das einfach nur geil. Geil. Einfach nur geil, meine lieben Freunde, einfach nur geil. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Mir persönlich gefällt das ja sehr gut, weil das ist halt irgendwie, ne, das ist schön einfach. Muss man sich nicht konzentrieren. Ich bin ja jetzt eher so ein einfaches Gemüt. Und ja, wie gesagt, also da, ich kann euch das ja mal zeigen hier. Da warten halt gigantische Maps darauf, freigespielt zu werden. Ja, da stehen dann irgendwie so verschiedene Fahrzeuge rum und oh, jetzt habe ich Prüfgelände angeklickt. Da stehen dann so verschiedene Fahrzeuge rum. Aha, aha. Stehen hier, was ist denn, was habe ich denn jetzt gemacht? Entwicklerwerkzeuge, Spawn, neue Trucks spawnen. Nein, wie geil ist denn das? Oh, das, also das, also da, das, da, also das. Truck in die Werkstatt stellen. Das ist ja geil, zwischen Tag und Nacht umschalten. Wie cool ist denn das? Ey, das finde ich ja, das finde ich auch ein bisschen geil. Ja, hier warten, ich zeige es euch nochmal. Riesige Maps darauf erkundet zu werden. Ja, hier der Sumpf. Ich glaube, die sind irgendwie so ein paar Kilometer, mal ein paar Kilometer in den Abmessungen. Und eigentlich ist das Ziel, auf den Maps loszufahren an einer Stelle,
mit dem Anhänger an einer anderen Stelle Holz einzusammeln und dieses Holz dann in ein Sägewerk zu bringen. Und das Geile ist halt an der ganzen Geschichte, dass du das halt nicht alles mit einem LKW machen kannst, ja, sondern du musst ja dann quasi, du musst erstmal mit dem LKW dorthin fahren, mit dem du Baumstämme verladen kannst, also jetzt mal als Beispiel, dann musst du mit dem LKW dorthin fahren, der Baumstämme transportieren kann, dann setzt du dich in den einen LKW rein, hast dann so einen Kran, kannst die Baumstämme auf den anderen LKW laden, fährst dann mit dem anderen LKW da irgendwo hin und dann brauchst du manchmal noch einen zweiten LKW, weil du im Schlamm stecken geblieben bist und so, es ist einfach nur geil. So, ich würde natürlich hier immer auf Simulationen fahren. Das machen wir aber beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Wie gesagt, haut mir mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Das war's für heute. In der rechten oberen Ecke des Videos befinden sich wie immer die Hinweise darauf, wo ich mich in den sozialen Netzwerken so tummle. Schaut mal bei Facebook und bei Instagram rein. Bei Instagram gibt es immer so Fotos aus meinem alltäglichen Alltag. Ihr wisst schon, was ich meine. Und bei Facebook, da poste ich dies, das und verschiedene Dinge. Und ja, genau, ihr schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das hier findet. Meine lieben Freunde, es war mir ein ganz großartiges Vergnügen für euch, ein neues Video zu machen. Ich hänge nochmal den Schwanz ins Bild, sage Tschüss mit üs, ciao mit au, ciao mit io, au reservoir, arrivederci, dos vidanje, sayonara. Das ist doch Spanisch. Buona dimineața ist rumänisch und heißt guten Morgen. Naja, fällt mir ein beim nächsten Mal. Wie heißt denn das auf Spanisch? Hasta la próxima. Hasta la vista. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Lieblingssimulant, Herr Löblich. Ciao. Finde die richtige Taste nicht hier. Nehmen wir die.